Leute, ich werde jetzt eigentlich mal was essen. Ich habe noch gar nichts gegessen. Ich weiß nicht, wann man das sieht. Ich bin echt sehr zufrieden mit meinen Ergebnissen, mit meinen Zehen. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Ich habe richtig, richtig Hunger, Leute. Und ich werde jetzt auch was essen gehen. Meine Mutter hat irgendwie Raclette gemacht, russische. Und die Russen kennen es unter uns. Mein Oberteil, das finde ich mega cool. Ich muss die ganze Zeit wieder zu meine unteren Zähne. Das habe ich anfangs bei meinen oberen Zähnen auch gemacht. Weil dieser Retainer dran ist und so ungewohnt. Aber irgendwann werde ich damit auch aufhören. Oben habe ich auch damit aufgehört. Gucken, ob ich mich heute noch melden werde bei euch. Ist nur so ziemlich warm jetzt hier im Bad und ich sollte jetzt echt mal was essen gehen, weil ich habe, wie gesagt, den ganzen Tag nichts gegessen, aber ich kann lange ohne Essen aushalten. Also, bis dann. Ciao. Das habe ich, glaube ich, in Bonn gekauft. Nee, das habe ich nicht in Bonn gekauft. Egal, ich habe es irgendwo gekauft und ich finde die Knöpfe heute voll. Die Knöpfe finde ich voll cool, diese goldenen. Echt cool. Also Leute, bis dann. Ciao. Hey Leute, ich werde jetzt gleich mal bei Amazon schauen, was es für Inliner gibt. Und dann werde ich eine Umfrage starten, wer mir welche Inliner empfehlen kann oder welche ich kaufen soll. Ey, ich bin wieder mega müde und ja, zu meiner Hand sage ich immer mal nichts. Ja, ihr seht, ich bin echt richtig platt. Ich habe vorhin ein bisschen geschlafen, aber es hat irgendwie nicht viel gebracht. Oh Mann, Leute, wo ist eigentlich der Filter, wenn man ihn braucht? Jetzt wollte ich mir so einen coolen Filter drüber machen, weil mir wieder mal meine Haare nicht gefallen. Egal, dann lieber real. Dann muss ich halt eine Story ohne Filter machen, was soll's. Leute, kennt ihr das, wenn ihr keine Lust habt, bei der Jahreszeit, wenn es so früh schon dunkel wird, in die Stadt zu fahren und zu shoppen alleine? Kennt es jemand? Mir ging das heute so und mir geht es generell so bei dieser Jahreszeit, gerade wenn es so früh dunkel wird. Ich hasse es, wenn ich dann alleine in die Stadt muss und ja, Sachen kaufen und so. Kein Bock. Dieser Moment, wenn die Haare einen so genervt haben, also mich haben die gerade übelst genervt, wirklich. Ich habe mir jetzt Trockenshampoo reingemacht und die sehen einfach viel besser aus, Leute. Das kann ich jeder Frau nur empfehlen. Also Leute, es soll jetzt niemanden animieren, sich nicht die Haare zu waschen, sondern wenn es schnell gehen muss, wie es bei mir in der Story. Ich konnte die Haare einfach nicht mehr sehen, habe ich schnell Trockenshampoo reingemacht, verrieben und sie sehen aus wie frisch gewaschen. Also es geht echt. Also, ich werde natürlich nachher noch meine Haare waschen, das ist ja wohl ganz klar. Nur war das jetzt einfach für die Story, weil ich die Haare einfach, ich konnte sie nicht mehr sehen. Und generell halt so, wenn man es eilig hat und keine Zeit hat, die Haare zu waschen, macht man schnell Trockenshampoo rein. Das ist echt perfekt. Hey Leute, ich habe ein neues Lied, was ich euch empfehlen kann. Es läuft gerade im Hintergrund. Von Luis Fonsi und Demi Lovato. Échame la culpa. Richtig cooles Launenlied. Also die Zeit rennt schon wieder. Ich sollte jetzt mal schauen, welche Inliner ich mir bestelle. Beziehungsweise ich mache die jetzt dann gleich hier rein. Und ihr könnt mir helfen zu entscheiden, welche cooler sind. Keine Ahnung, ob das von euch schon welche kennen oder nicht. Ich finde es auf jeden Fall mega cool. Ist ein gute Laune-Lied. Nicht gutes Laune-Lied, sondern ein gute Laune-Song. Und ja, das wollte ich euch jetzt einfach mal empfehlen. Wer von euch findet auch, dass bei diesem Lied Different Way von, mal schauen, wie der heißt, DJ Snake und Love, dass gerade am Anfang, ich finde, der hört sich voll an wie der Sänger von Maroon 5, der Adam Levine. Wer findet das auch? Also ich finde es schon extrem. Also ganz am Anfang dieses Could you believe? Ich kann ja nicht singen. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe einfach das Lied. Ich finde, der Typ hat so eine tolle Stimme und ja, wie gesagt, ich dachte anfangs, es wäre von Maroon 5, der Adam Levine, der da singt. Ich wollte noch was sagen, Leute. Ich werde jetzt meine Story gleich beenden. Also ich finde, es ist Zeit, meine Story zu beenden, weil
Ich bin eh nicht so fit und müde und ich muss noch nach den Inlinern schauen und dann wollte ich noch meine Fingernägel machen. Die sehen wieder Katastrophe aus, wirklich. Ach ja, wegen meiner Nagelfolie. Ich starte irgendwann mal die neue Umfrage, wenn meine Fingernägel alle wieder länger sind. Weil einige Nägel sind ja abgekracht. Ich habe jetzt nur noch, also es sieht ganz komisch aus, kurz und lang gemischt und deswegen müssen jetzt alle kurz und... Damit ich endlich mal dazu komme, meine Fingernägel zu machen, werde ich mich jetzt von euch verabschieden. Und heute, naja, gefallen mir meine Haare wieder mal nicht. Aber egal, ich wünsche euch einen schönen Abend, ihr Lieben. Bis bald. Ciao. Ich komme sonst nie dazu. Ich rede immer nur und rede und rede und rede und mache es nicht. Ich soll jetzt endlich mal meine Fingernägel machen. Und, was wollte ich noch sagen? Ja. Ey, es ist mir voll entfallen.